Hallo, willkommen zu einer neuen Meccabellum-Runde. Ab in die Action, let's go. Matchmake. Gucken wir mal, was wir heute kriegen. 751.000 Punkte, Zenek. Gibt so inzwischen so viele Daumenregeln, die ich mir selber gesetzt habe, dass ich glaube, die ganze Tapete zupflastern könnte damit. Aber alles wichtige Regeln, sodass ich jetzt Angst habe, immer wieder den Überblick zu verlieren. Muss da irgendwann mal eine Ordnung reinschaffen. Also Fängs im Start ist nicht gut, Adler im Start kann funktionieren, aber sagen wir so, das könnte funktionieren, weil ich viel Geld über habe und die Adler von den Adler jetzt beschützt werden kann. Habe jetzt letztens einen Livestream von einem Topspieler gesehen. Die gucken gar nicht, was die Gegner haben, habe ich gemerkt bei den Karten. Die gucken einfach, ich mache jetzt. Weiß nicht, ob das der blinde Grind ist oder ob die es nicht für wichtig erachten. Aber ich glaube, man sollte schon gucken, was der Gegner hat. Also ich kann nämlich zum Beispiel 1 zu 1 jetzt gewisse Einheiten besiegen. Ne? Sledgehammer auf Sledgehammer würde ich immer gewinnen. Also ich denke mal, es sich lohnt, danach zu gucken. Aber wie gesagt, letzten Stream vom Topspieler gesehen, der macht das nicht. Aber wenn nur blind alles hochgrindet, dann ist man wahrscheinlich auch zu faul irgendwann. Vielleicht macht das in in Spielen, die halt, ne, knapper Natur sind. So, wir brauchen halt irgendwas, was die Linie tankt. Normal slash immer von der Geschwindigkeit, aber Steel Balls wäre mir besser, weil es sie halt auch besiegen kann, die Dinger. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Die werden allerdings auch einen Tick besser gesniped, glaube ich. Egal, wir machen das jetzt so. Die fahren dann durch die Mitte gleich. Die beschützen den, wenn was kommt. Wenn nicht, dass sie weggesniped werden. Ich bereue das sicherlich. Ich bereue das immer, wenn ich Arclights dazu kaufe. Also eine neben der Adler hätte wahrscheinlich ausgereicht. Also wahrscheinlich hätte ich die nicht kaufen sollen. Ich habe hier so viel Arclights, dass nie wieder Kleinvieh irgendwas machen kann. Aber die stehen auch so weit hinten, dass ich wahrscheinlich nur, wenn der Crawler reinläuft, die gut sind. Und wenn ich jetzt 4 Arclights hinten habe und der einen Crawler kauft, ja, das wäre wahrscheinlich ein riesen Eigentor für ihn. Und da habe ich die Arclights jetzt wahrscheinlich umsonst. Auf den Großteil des Spiels. Ich glaube, wenn ich so viele Arclights habe, ich hätte die weiter vorne hinstellen sollen. Ne? Dann können die das Kleinvieh besser wegrollen, damit die Army auf die besseren Targets schießt. Auch wenn die dann früher gesniped worden wären, die Arclight. War wahrscheinlich in Summe nicht die beste Aufstellung. Wird vielleicht knapp funktionieren, mal sehen. Hängt von der nächsten Rakete ab. Ja, knapp nicht funktioniert. Ja, also mein Arclight-Gameplay ist noch, lässt zu wünschen über, das weiß ich noch, weil ich zu selten spiele. Deswegen zwinge ich mich auch halt dazu, ein bisschen häufiger die Sachen wieder zu machen. Heavy Hacker. Er ist dann richtig tanky, das weiß ich noch. Kann ich sogar spielen. Der ist halt super tanky. Dieses gut Glück spielen. Naja, ist das gut Glück? Also, wir machen das jetzt mal. Und der ist halt, ich brauche halt einen Tank, habe ich ja gerade gesagt. Und der ist dann super tanky. Also, wenn ihr jetzt mal guckt, was der kostet, für 300 kriege ich den jetzt quasi. Und wenn ich den jetzt hole, dann habe ich jetzt hier einen Typ, der 20.000 Leben hat. Also, das ist schon sehr tanky, das Ding, ne? Der sollte nicht alles wegtanken, aber der kann eine Menge wegtanken. Und dann noch mehr über Leben machen. Ich habe das so auch noch nie versucht, aber ich war letztens überrascht mit dieser Karte zusammen, wie viele Lebenspunkte die Dinger haben. Also im Grunde hat der Normalpreis ja 200, der hat also die Tankiness von dem Vulcan-Preis-Leistung ungefähr, ne, mit dieser Karte. Das würde ich jetzt mal nicht übersehen wollen. Und da kann der später noch das Schild dazu kriegen, wenn er auflevelt, dann explodiert das ja noch weiter, die Zahlen. Und dann kann auch ein Item drauf, was das noch weiter explodieren lässt. Also ich habe da also schon mal einen 40.000er gehabt und mehr, also das geht alles. Für 200 Punkte ist das schon Preis-Leistung gigantisch. Also die da unten, die kommen zusammen auf 20.000, klar. Aber der kostet ja auch genauso viel. Und die haben ja eine andere Funktion. Mal sehen, ob es funktioniert. Also es hängt auch ein bisschen davon ab, was jetzt hier vorne gleich steht. Ich habe Angst, dass das gar keinen Nutzen hat. Aber hier geht's wieder los. Dummes machen, um Gutes herauszufinden. Den Satellit zum Beispiel fängt der jetzt ohne große Verluste. Ja, der sonst für 200 komplett den vernichtet. Also das hat sich jetzt eigentlich schon rentiert. Klar wusste man das vorher nicht. Die Mustangs in der Flanke gegen Arclight war eine komische Entscheidung vom Gegner. Für gewöhnlich sind Arclight ganz gut gegen Mustangs. Entsprechend wurden die auch komplett ausgelöscht.
Ich kann jetzt einfach nur mutmaßen, dass er gedacht hat, ich würde jetzt Crawler an die Flanke stellen, weil das mit zum. Also gehört eigentlich schon zum Meta, könnte man sagen, ne? Wenn man im Set Ate nichts hatte, musste man Fangs oder Crawler erwarten, Modelltanks halt, ne? Die spielt halt jeder. Ohne spielt eigentlich gar keiner. Und ich habe halt einen Hacker jetzt geholt, der sich auch nicht gelohnt hat, wie man gesehen hat, aber ne, die Mustangs sind deswegen in die Arclights gelaufen. Naja, aber der Hacker, also der hat ein bisschen was getankt, aber so richtig doll war der, glaube ich, nicht. Trotzdem siegt die Runde. Wir sagen einfach, der Hacker war schuld an dem Sieg. Heavy Arclight, hier das gleiche Spiel, jetzt kann ich ihn auch super tanky machen. Würde ich machen, ich brauche einfach mehr Tanks für die Artillerie gleich. Ich bin ein großer Freund von der Idee. Gar keine Erfahrung, hat glaube ich einen kleinen Mann gehackt. So, und die sind jetzt hier auch bei 24.000 Leben jetzt, ne, auf Level 2. Also brutalo. Zumindest habe ich jetzt genug Tanks überall stehen. Ja, links, rechts hacken lohnt sich glaube ich nicht. Ist ja jetzt alles ein bisschen im Boden. Fast versucht mehr Arclights zu holen. Anti-Air fehlt halt. Ich glaube, da muss ich jetzt nachbessern. Das kann ich jetzt nicht ignorieren. Und wie machen wir die Anti-Air? Schwer zu sagen. Phoenix vielleicht. Schon wieder dem im Satellit geschießen, okay? Das habe ich schon 100 Punkte mit dem gespart. Ich weiß nicht, warum man das jede Runde im Satellit macht, was er sich davon erhofft. Da hätte Angst, dass ich einen seiner Panzer bekomme, aber so schlimm wäre das nicht gewesen, denke ich mal. Zack, einen Panzer habe ich. Aber vielleicht ist es doch schlimmer gewesen, als ich dachte. Da sieht man hier die Tankiness von dem, ne? Die sterben jetzt gar nicht mehr, die Arclights. 200% mehr Leben. Der muss sich halt um die Flanke kümmern, der hat ja gar keine andere Wahl. Er hat ja eben schon so verloren mit dem Upgrade, also mit dem Level 2 und der Karte, hat jetzt gar keine Chance mehr gegen die Flanke mit seinem Mustang und dem Fang. Da muss einfach jetzt was kommen, Steelwall oder ähnliches. Da er weiß, dass ich Hacker habe, kann er natürlich kein Steelwall mehr spielen, die Option ist auch weg. Also Luftwaffe ist, glaube ich, seine Artillerie oder Luftwaffe ist seine einzige Option für die Flanken. Sonst würde er jetzt jede Runde einen auf die Nase kriegen. Hat er Anti-Raketen geholt? Okay. Habe ich nur negative Erfahrungen mit, ne? Nur negative Erfahrungen mit. Also das ist wirklich. ich habe es jetzt auch wieder drin, aber eigentlich ist das miserabel, ist mein Eindruck. Ich kann den Raketenwettbewerb mit ihm machen. Für mich lohnt sich ja wahrscheinlich sogar noch. Dann schießen die halt auf nichts anderes mehr. Bin ich für zu haben. Stell die zusammen, damit die Raketen auch entsprechend, ne? Auf derselben Seite kommen. Und wenn ihr jetzt mehr Mustangs holt, tue ich den Knopf gleich klicken und dann sind aus 4 auf einmal 8 geworden und dann ist das 100% negiert, was er da drin hat. Also daher mache ich da jetzt gerne mit. Ich hätte vielleicht sogar noch eine Runde warten sollen, mit der damit die Falle dann zuschnappen kann. Ich nenne das mal Falle. Ansonsten Reichweite für die, Anti-Luftwaffe. Ich habe das Gefühl, ich brauche nichts. Ich mache jetzt mal Reichweite für die. Kann ich hier gleich mit Sachen kombinieren. Ja, der Reichweite ausgegeben, will die Raketen noch besser abfangen, wäre jetzt mein Verdacht. Hat er den Satellit geupgradet oder einen zweiten geholt? Er hat den geupgradet, ne, weil er jetzt so viel mehr Schaden gemacht hat. Also der hat jetzt schon 150 Punkte vom Gegner rausgesorgt in Satelliten plus Karte, also 200 Punkte. Seinen Preis hat er wieder eingespielt. Gleich auch eine Karte ausgegeben. Aber trotzdem, weil ich glaube, dass das sehr gutes Verhältnis für mich war. Arclight, beste Einheit im Spiel. Aber ich bin da, wobei der auch nur 4000 Schaden ist, aber es ist trotzdem das ganze Squad. Aber ich denke, der macht sich das Leben auch selbst ein bisschen schwer, dass er das mit Raketenabwehr versucht und Reichweite. Bedenkt, dass das zweite Upgrade immer 200 Punkte mehr als das erste Upgrade kostet. Weswegen die Reichweite nach der Raketenabwehr zu vergeben auf dem Mustang astronomisch teuer war.
hoffe, der baut jetzt noch mehr. Dann mache ich gleich den Knopf. Ich warte extra noch mit Absicht eine Runde. Jetzt machen wir erstmal hier vorne, damit er unnötig Schilde holt. Muss ich bei mir allerdings auch unnötig machen. An dem Feuer komme ich, glaube ich, nicht vorbei. Soll ich mal ein Satellit abfangen für ihn? Nur mal gucken, was passiert dann. Mehr Schaden brauche ich, glaube ich, nicht. Das mache ich nur, wenn die Tankiness hochgeht, ne? Also fast wie ein Wulken sind die jetzt von der Tankiness. Ich warte noch auf den Gegner, dass er irgendwas macht. Sonst spiele ich einfach weiter die Dinger. Feuersupport, der langsam auflevelt quasi. Also die Sledgehammer, die jetzt überall stehen, die sollte ich eigentlich mit der Artillerie und vor allem auch mit den Phönix langsam weggrinden. Marksman. Er hat leider links angefragt, ich habe noch nicht mal einen Sledgehammer bekommen. Der Hacker war ich. Aber das Hacker-Projekt ist noch nicht gestorben, ne? Ich kann mir immer noch vorstellen, wenn ich gucke, dass links und rechts Sledgehammer sind, dann sind ja die ganze Reihe ist ja voller Sledgehammer, ne? Klar, ich snipe die jetzt weg, aber ich kann auch überlegen, die zu hacken vielleicht. Ich glaube, ich bleibe aber auf den Phoenix. Wir füllen ja diesen Zweck und haben daher die Funktion, dass sie in die Luft gehen können. Also in dem Sinne von Wiederbelebung und so. Er kann halt jetzt für die Mustangs noch das Luftupgrade spielen. Das kostet dann 400 Punkte mehr, ne, zu dem normalen Preis. Also das ist dann absolut durch die Decke die Kosten. Aber er braucht Luftabwehr, wenn ich mehr Phönix mache. Er hat ja keine andere Wahl, ne? Muss ja irgendwas spielen, um die zu kontern mal langsam. Da muss er langsam mal durch. Also ich bleibe jetzt auf den Tierchen hier. Und würde jetzt auch sagen, ich gebe ihm ein Schild aus, kostet sogar nur 200. Die wegen der Tankiness weiter erhöhen. Ja, der macht ja auch seinen Job. Bei der Adler, wie gesagt, bin ich nicht überzeugt, dass ich die upgraden muss. Klar, die Panzer ist ganz nice, aber ich spare das Geld lieber für was Sinnvolles. Für den zum Beispiel zu beschützen. Naja, soll er jetzt sterben, ist mir egal. Ja, die 100 Punkte, dann gebe ich hier diese Runde einen Range aus. Hat übrigens gestern letzte Runde auch gemacht, Range ausgegeben, der Gegner. Jetzt mit Artillerie, okay, also mit, es nennt sich ja auch Artillerie, das Ding. Also es ist gegen die Phoenix sehr ungewöhnlich, das da hinzustellen, noch gerade an die Front. Ich vermute, dass sein Ziel nicht nur das Ding ist, sondern dass er den schneller töten will, das ist noch die Artillerie. Also er sieht, dass die Phoenix einfach ein Problem darstellen für seine Flanke. Aber trotzdem, die Dinger mit dem Upgrade. Also meine Prognose wäre, dass das gegen die Phoenix miserabel funktionieren wird. Aber lassen wir uns gerne mal überraschen. Oh, mein Hacker hat überlebt und hackt tatsächlich einen Panzer nach dem anderen gerade. Ja, beide Overlords sind einfach abgestürzt. Und die haben immer noch überlebt hier. Er hat das, glaube ich, massiv falsch eingeschätzt, den Overlord, was er machen kann mit der Artillerie. Ja, so ist das manchmal. Ich habe ja manchmal auch Runden, wo einfach nichts funktioniert und da will man es mit dem Brecheisen machen und dann klappt das natürlich noch weniger. Diese Runden gibt es immer. Aber so als Daumenregel, alle Runden, wo ihr Flugabwehr auf dem Mustang spielt, verliert ihr. Ja? Also eine von 10, wo ihr Flugabwehr gespielt habt, gewinnt ihr vielleicht. Das ist so mein Eindruck. Das gilt für Leute, wenn ich selber spiele oder wenn ich gegen die spiele. Also Flugabwehr ist immer eine Katastrophe. Es gibt so ein super kleines Fenster, wo die funktionieren. So ein super winziges. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie winzig das ist. Also, wie gesagt, ich habe es jetzt auch drin auf den Mustangs. Ich muss es eigentlich wieder rausschmeißen. Immer wenn ich will es immer wieder reinpacken und dann schmeiße ich es immer wieder raus. Also, wie es funktioniert, ist halt einfach, wenn der Gegner sagen wir, ne, ihr habt die ganzen Phönix schon, die Mustangs schon, und der holt dann irgendwie zwei frische Artillerie oder so, ja. Dann könnt ihr das meinetwegen ausgeben. Obwohl dann noch die Frage ist, ob ihr es unbedingt gebraucht habt. Oder wenn halt, ne, mit Vulkenraketen rauskommen, jeder spammt halt Vulkens.
Ja, also A gleich Stormcaller finde ich eine ganz gute Kombo. Machen wir einfach nochmal. Wie gesagt, versuche mich auch in den Arclights gerade zu trainieren. Rhino. Also ich muss jetzt schon mich eigentlich um die Anti-Rhino-Geschichte ein bisschen kümmern. Werden sich ja zwei Crawler zugebaut. Ja, ich habe halt jetzt keinen wirklichen Tank, ne? Außer ich ziehe wieder durch Glück die Karte. Aber da will ich jetzt nicht drauf hoffen. Ja, ich kann auch nur den Standard spielen da, ne? Dass die halt jetzt einfach eine Zeit lang tanken für den ganzen Rest. Andere Möglichkeit sehe ich da gerade nicht. Ja, und das sind seine. Versteht die Crawler einfach als Panzerplatten, die zurückschlagen können, ja? So muss man die interpretieren, denke ich. Er macht noch Feinjustieren. Man könnte auch sagen, je symmetrischer er das macht, desto eher ist das, ne, vorherzusagen, euer Spiel. Weil das alle so spielen. Von daher, ich würde da einfach mich überhaupt nicht drum kümmern, dass es ein bisschen weiter vorne, links, rechts irgendwie steht. Oft ist das halt eher ein Nachteil als ein Vorteil. So, meine Panzerplatten haben leicht länger überlebt, wie man sieht. Wahrscheinlich, weil ich ein Arclight hatte oder so, oder die Arche gut getroffen hatte. Ja, und von dem Feinjustieren hat er jetzt nichts gehabt, aber es kostet halt viel Zeit auch. Und in der ersten Runde ist ja egal, aber es lohnt sich halt trotzdem nicht. Ne? Placement gegen Adri war halt sehr schwach. Oh, geht das schon wieder los? Okay, Augen zu und durch, mach das nochmal. Aber Placement war schwach. Gegen Adri musste er wissen, dass die früher oder später runtergeht. Also egal, wo die, die oder die hinlaufen, die Adri wird immer mehrere Sachen gleichzeitig treffen, wenn die so stehen. Also das Placement gegen Adri war miserabel. Da muss man in die Breite gehen. Und nicht in einer Linie auf die Artillerie zulaufen. Ne? Ich schieße auf den ersten und trifft den zweiten. Und das haben wir hier genau gesehen. So, ja, wir sind wieder im Trollmodus. Let's go. Ich überlege sogar, den Dreck auf Level 2 zu holen. Mir geht es nur um die Tankiness. Huch, wer rechnet, ganz klar im Vorteil. Und dann noch ein Kredit dafür. 38.000 Leben. Ich bin soweit. Das wird jetzt der neue Aufbau für Hacker. Okidoki. So, 100 Punkte über. 39.000 Leben. Hätte jetzt gedacht, dass das vom Gesamtwert geht, aber offensichtlich geht es vom Basiswert der Bonus. Dann hat sich ja kaum gelohnt. Aber ich habe wieder einen Satelliten abgefangen. Also, dass ich jetzt Hacker den Satelliten abfangen, das wird jetzt das absolute Mikro, ne? Hat der Artillery, oh Backe. Trotzdem, wie viele Leuten rettet der Hacker jetzt das Leben? Ne? Wie viele Leuten rettet er jetzt das Leben? Ja, also mit dem Kredit zusammen war das natürlich völlige Überinvestment, ne? Gar keine Frage. Jetzt kriege ich auch aufs Maul dafür, ohne, man sieht es ja deutlich. Das war schon sehr hart getrollt von mir, sehr hart. Aber es ist halt witzig, ne? Von mir wieder dasselbe Motto wie immer: Ihr müsst Dummes machen, um Gutes herauszufinden. Ich präsentiere dumm. Mal gucken, ob ich das noch irgendwie kippen kann. Also das werde ich jetzt hart hinterherlaufen, die Geschichte. Er levelt ja auch hart auf, wie ihr seht, dadurch, dass er den bekommen hat. Ach. Massproduktion. Ja. Aber ich habe jetzt einen Hacker und der hat diesen Zweier. An seiner Stelle würde ich ihn einfach verkaufen, um kein Risiko einzugehen. Aber das muss mal überraschen, ob er das macht. So, ich würde vermuten, dass er eine zweite Artillery auch noch spielt, sodass ich jetzt die Hacker gleichmäßig aufbaue, links und rechts, dass die alles tanken. Lassen wir mal den Blödsinn. Also, wir schicken jetzt einfach nochmal Leute rein, die
das alles beschäftigen. Lass mal so crawlen. Also ich kann die, glaube ich, nicht als Panzer. Ich will die eigentlich als Panzerplatte dazu packen, eigentlich. Aber ist nicht immer möglich. Wir lassen es jetzt einfach mal so eine Runde nochmal. Okay. Den links aufgestellt. Bam. Genau drauf gesprungen. Nicht genau, aber so ein bisschen. Ja, der kriegt jetzt jede Runde in Level 2. Also der einzig rationale Move wäre normalerweise den zu verkaufen, damit die nicht jede Runde hier in Level 2 töten, ne? Das wäre der einzig rationale Move. Mich juckt jetzt eigentlich schon im Finger, das nicht zu machen. Ach man, okay, ja. Ich habe da halt getrollt und ich verkaufe den jetzt und ich kann das. Also, ne, das jetzt weiter zu zwingen, macht ja keinen Sinn. Also, seit ich den geholt habe, geht das alles in den Bach runter. Das Problem ist halt, dass er jetzt 2 Runden umsonst Level bekommen hat, ne? Für einfach alles. Also die Runde ist wahrscheinlich vorbei an der Stelle. Ich verkaufe den jetzt und versuche regulär weiterzuspielen, gucken, ob ich das noch drehen kann. Genau, immer Nachschub holen. Sonst kann ich es nie wieder drehen. Muss nur überleben jetzt. So. Was hast du denn da stehen? Ja. Da machen wir Steel Balls. Mehr oder bessere? Machen wir mehr, ne? Dann schicken wir die alle auf der gleichen Höhe ungefähr dahin und gegen die Satelliten einmal so ein Schilddinge hier, aber so, dass ich das, wenn möglich, behalte jede Runde. Acid. Bin sicher, was da das Ziel für war. Ihr müsst ja eigentlich blind davon ausgehen, dass ich Schilde hier drauf packe, wie er es ja auch gemacht hat. Hat einfach geraten, dass ich keins setze, okay. Das ist mein Fehler. Das ist natürlich auch so, ich links das Schild habe und rechts das Acid kommt. Also ich garantiere euch, dass wenn die Leute 10-mal gegen mich raten können, dass sie 10-mal richtig raten. Das passiert mir in jeder Runde, ne? Da liegt das da 2 Runden, das heißt, die Arme 2 Runden ausgeschaltet. Mir passiert das wirklich in jedem Spiel. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe, da ich immer falsch rate, wie man hier in dem Schild sieht, ne? Das in jeder Runde passiert das. Das ist wahrscheinlich ein subjektiver Eindruck, aber bei den Göttern, der stark subjektiv. Naja. Ja, man sieht schon, dass es jetzt ein bisschen besser gelaufen ist, trotz der Fähigkeit da unten, aber es reicht es aus, um das Spiel noch zu drehen. Also ich laufe ihm jetzt sehr stark hinterher. Sieht so aus, ob ich es gerade noch schaffe. Das heißt, sobald das Ding dann weg ist und ich jetzt weniger trolle und jede Runde das ein bisschen besser mache, habe ich noch eine Chance auf ein Comeback. Vor allem habe ich jetzt Einkommen, ne? Ich krieg 200 pro Runde mehr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Steel Balls, ja, dann war das auch nochmal oben drauf, ne? Wenn dann richtig. Gibt es irgendwas Dickes zum Abknallen? Ja. Ja, dann weiter Steel Ball spielen, keine Frage. Man sogar mal eine Flanke da reinschieben, also einfach noch mal mehr Fronten aufmachen. Kann ich ja gleich verkaufen, ich habe ja die Fähigkeit dafür. Das tut sicher nicht weh. Ja, ansonsten go go, mehr Schaden. Ich habe halt sehr wenig Luftabwehr, ne? Jetzt kommt erstmal der Schlag von ihm. Also meine einzige Luftabwehr ist im Grunde genommen er hier, aber ich kann die Upgrades für Luft vergeben an die. Also nicht so, dass ich wehrlos wäre, aber ist natürlich jetzt, wenn die überraschen, erstmal kommt eine Runde schwach. Hat auch Steel Balls geholt und Mustangs, okay. Meine kosten halt weniger. Aber auch vom Einkommen. Ich kriege 200 Einkommen pro Runde mehr und meine Steel Balls kosten 50 weniger. Also den Steel Ball-Wettbewerb kann der eigentlich nicht gewinnen, hätte ich jetzt gesagt. Ich sag das mal und krieg jetzt wahrscheinlich aufs Maul, aber eigentlich sollte der das nicht gewinnen. Preis-Leistung, nicht so gut aufgestellt. Den da oben muss ich natürlich verkaufen, der wird ja nicht mehr funktionieren. Und
da links ein einzelner Satellit würde ein richtiges Massaker veranstalten. Also da packe ich gleich mal einen hin. Obwohl das vielleicht verhindert, dass meine Steelballs aufleveln, sehe ich gerade. Tricky. Jetzt platzen die, dann kommen da Crawler raus. Da sind die Freunde. Na, zu spät zur Party. Die Atri wäre sinnvoll gewesen zu haben, wieder gestorben ist. Aber nächste Runde habe ich sie endlich wieder. Ich glaube schon, dass sie sinnvoll ist. Ja, sein Ball diese Runde war gar nicht so schwach, aber wieder, mir fehlt auch die Truppe und die Flanke war Käse. Lass das Schild in Ruhe. Bin auch noch nicht ganz fertig, ne? Also wenn er jetzt mehr Steelballs holt, dann hole ich den Hacker gleich wieder raus, ne? Also wenn er mich zwingt, dann mache ich das auch. Warten wir erstmal ab, ob er noch mehr Steelballs besorgt, ob das sein Plan ist. Hat die ja preiswerter gemacht, wie ich gerade sehe. Also dem Hacker kann ich links schon mal den Rhino übernehmen. Das sieht fast so aus, ob er das möchte, ne? Dass ich einen Hacker hole. Ja, ja. Das Kleinfieder auslöschen. Erstmal alles aufleveln. Okay. Ja, ich fühle mich schon ein bisschen getriggert. Aber ich brauche mal die Luftabwehr so langsam wahrscheinlich, ne? Bevor wir da jetzt irgendwie Mist bauen. Also Steelballs und so und die Sledgehammers kann man ja alles auch so abknallen. Also von daher, ich meine, er hat ja selber auch keine Luftabwehr, ne? Macht mehr Sinn, wenn ich wahrscheinlich selber mal ein Luftschiff hole. Die kleinen reichen aber hier. Das erfüllt sicher seinen Zweck. So, einmal Range ausgeben. Also ich muss das Spiel in die Länge ziehen zur Erinnerung. Ach, ich vergesse ihn zu verkaufen. Ach, ich, ich wollte ihn das verkauft haben, jetzt levelt er umsonst wieder. Muss ich nächste Runde verkaufen und dann denken. Also mein Ziel ist, das in die Länge zu ziehen, weil ich mehr Einkommen habe als der Gegner. Ich kann da streng genommen nur verlieren, wenn ich massive Misskäufe mache mit dem Mehreinkommen, was ich habe. Das sollte also eigentlich sicher eine Tasche sein. Jede Runde mehr ist eine Katastrophe für ihn. 200 pro Runde kriege ich mehr, ne? Das ist einfach astronomisch. Er hätte das Spiel halt beenden müssen, früh. Was habe ich jetzt schon? 600 mehr als er? 800 mehr? Also das ist schon very, very viel. So, jetzt verkaufen wir den aber wirklich. Ich mache die jetzt mal auch einen Tick besser, wenn die da rauskommen. Dann gebe ich den jetzt wiederbeleben sogar. Und dann sehe ich ein bisschen aggressiver, weil jetzt ein Luftschiff in der Mitte erscheint. Gogo, hol dir die Jungs. Vielleicht macht er jetzt eine Atombombe, mal sehen. Rhino, Schild. Rhino? Genau, Rhino. Aber wo will er den droppen? Also ich schieße ihn ja sofort ab mit meinen, eigentlich mit allem. Ich hätte so gern einen Hacker geholt noch. Vielleicht mache ich das jetzt, wenn die Runde vor. Also, wenn ich jetzt nicht gewonnen haben sollte, dann gehe ich einen Hacker holen. Also, es juckt mich halt so in den Fingern. Ja, da ist die Wolz geholt. Was er jetzt übrigens hat, er hat ganz viele verschiedene Einheiten, habe ich einen Eindruck. Und das ist etwas, was ich jetzt bei mir halt unterbinden wollte langsam. Also einfach mal üben wollte, dass ich mit wenigen mache. Das habe ich jetzt auch nicht gemacht, ne? Aber ich habe zumindest ganz viele Steelballs. Und jetzt würde ich viele Phönixe holen, aber da ich halt viel weniger Kategorien spiele, habe ich mir überlegt, damit ich einfach von den Upgrades mehr profitiere. Nicht, weil das unbedingt super stark ist, sondern weil es einfach eine andere Strategie ist und ich die besser testen will.
Ach, da sind die. Ich wollte sagen, ich habe doch Wiederbeleben ausgegeben, ne? Ja, das mit dem Westen-Spam könnte jetzt ein Problem darstellen. Mal gucken, ob wir das ja rechts schaffen. Links sieht es gut aus. Also die Westen, die er spawnt, ist natürlich schon gut gegen Phoenix. Aber es scheint zu klappen. Ich habe genug über. Er hat kein EMS auf seinen Sniper. Ich kann nur hoffen, dass er auch seinen besten EMS hat. Ansonsten hat er jetzt eigentlich kaum eine Chance, den Phoenix-Spam aufzuhalten, der jetzt nächste Runde auf ihn kommt. Ah, ist eh vorbei, okay. Also ich hätte jetzt nächste Runde einfach die Wespen ausgebaut und dann wäre ich reingeflogen. Ich hatte trotzdem den Eindruck, dass irgendjemand von dem man mit EMS geschossen hatte, vielleicht so ein Item gab, was ich nicht gesehen habe. Ich hatte den Eindruck. Aber er hätte keine EMS-Option gehabt, wenn ich das richtig sehe. Seine Wespen sehe ich jetzt nicht, ne? Vielleicht hätte er da eine kaufen können für. Weil er hätte nie wieder kaputt bekommen, die Teile, nie wieder, ne? Dann ohne. Naja, das war's auf jeden Fall. Punkte, gibt nicht viel. Ja, das war's für heute. Ich bin erstmal weg. Ciao, ciao.